Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Twin Saga. So, mal um den kranken Patienten kümmern, ne? Müssen wir Fledermäzen besiegen und die Zähne rausschlagen. Sehr gewalttätig hier. So. Ach, das sind die komischen Fledermäzen. Du scheinst keine tödliche Dosis Gift abbekommen zu haben. Ich werde das Gift untersuchen und versuchen, daraus ein Gegengift herzustellen. Kamina nimmt die Fledermäzenzähne an sich, damit sie deren Gift studieren kann. Tarek, du bist echt ein Idiot. Wieso hast du keine Medizin von zu Hause mitgenommen? Naja, hier, trinke das Gegengift, das ich für dich hergestellt habe. Wir werden ja sehen, ob es hilft. Ich machte mir Sorgen, dass du hier draußen verletzt werden könntest, nachdem du dich fortgeschlichen hattest. Also habe ich nicht an die Medizin gedacht. Tarek nimmt das Gegengift von Kamina, zögert aber damit, es zu trinken. Du fragst Kamina, ob sie und ihr Bruder sich nicht gemeinsam auf die Reise gemacht hätten. Was meint Tarek mit fortgeschlichen? Hä? Was meint Tarek damit? Hör nicht auf den doofen Tarek. Er redet Unsinn, weil er vergiftet wurde. Blöder Bruder, beeil dich und schluck die Medizin. Wütet Kamina etwas verlegen. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Ich glaube, das Gengift wirkt. Ich fühle mich schon viel besser. Nachdem sich Tarek ein wenig ausgeruht hat, nimmt sein Gesicht langsam wieder Farbe an. Sieht genauso aus wie vorher. Natürlich bin ich nicht nur die zukünftige beste Magierin des Universums, sondern auch die beste Apothekerin. Gut, dass ich all die Jahre so fleißig studiert habe. Denn dieses Gift mische ich mit links. Wo sagtest du,
Kamen diese giftigen Luft samt der Fledermiezen raus? Lass uns mal nachsehen. Vielleicht ist dort ja der Eingang zum Wollgras-Tempel. Was meinst du, diese? Lieber nicht. Dort ist überall Miasma. Und unter der Erde ist es bestimmt noch giftiger. Wir können da nicht einfach so reingehen. Tarek hält Kamina fest, bevor sie losrennen kann. Der Boden ist bereits vor einer ganzen Weile eingestürzt und die giftigen Dämpfe scheinen immer stärker zu werden. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen, bevor wir Hals über Kopf in etwas hineinstolpern. Sehen wir erst einmal nach, ob es hier noch mehr fiese Kreaturen gibt. Du hast ja recht. Nun lass mich los, damit ich mich hier umsehen kann. Kaum hat Kamina diesen Satz ausgesprochen, rennt sie schon gen Norden, bevor Tarek sie aufhalten kann. Warte, lauf doch nicht weg. Ich bin noch nicht wieder ganz bei Kräften. Könntest du Kamina hinterherlaufen? Tarek legt die Hand auf die Stirn, als hätte er schlimme Kopfschmerzen. Schon wieder? Oh. Schrei doch nicht so, was hast du denn? Mal nachschauen. Oh, was ist das hier? Schneller, diese! Sieh dir das hier mal an! Kamina wedelt aufregend mit den Händen, um dich heranzuwinken. Oh, Level 18. Diese, sieh nur dort drüben! Kamina zeigt in die Richtung, in die du sehen solltest. Dort ist das Miasma besonders stark. Mir ist aufgefallen, dass es dort Giftkröten gibt, die Gift spucken. Das ist genau wie das Miasma aussieht. Diese, mein Kopf. Mir ist auf einmal so schwindelig. Ich vermute, dass alle Tiere hier kontrolliert werden. Mein ganzer Körper fühlt sich an wie Pudding. Dieses Gefühl. Rubinständerkajen haben eine ganz ähnliche Aura. Diese, die Luft hier macht mich ganz krank. Bitte vernichte die Giftkröten. Mal sehen, ob sie... ob sich die Luft dann verbessert. Oh je. Ganz schön giftig. Ich will nicht wissen, wie es hier stinkt. So, 8 Stück auf dem Hofen. Okay. Ja, let's go. Verflogen. Kamina seufzt erleichtert auf. Du siehst, wie Tarek angerannt kommt. Uff, Puss, Kai, endlich habe ich euch eingeholt, sagt Tarek völlig außer Atem. Mir ist eingefallen, dass es eine Pflanze gibt, die Luft reinigen kann. Ich habe in einem Buch darüber gelesen. Die Blume heißt Puribelis. Sie wächst meistens in der Nähe vom Wasser. Wenn wir es schaffen, sie uns zunutze zu machen und die Luft zu reinigen, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Um das Miasma, wenn wir unter die Erde gehen. Diese, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Suche am Wasser nach Puribelis.
Die wachsen dort. Falls du welche findest, pflücke sie bitte und bring sie mir. Klar, ich komme mir vor wie so ein Sklave. Schon am Anfang an. Lol. Eins. Zwei. Eins. Zwei. So schmutzig hier. Drei. Rubellis. Das ist sie. Das ist die Blume. Ich werde sie untersuchen, um herauszufinden, ob wir mit ihrer Hilfe die Luft in dieser Gegend reinigen können. Ja, wir müssen die reinigenden Eigenschaften der Purivellis verstärken und sie dazu bringen, dass sie durchgehend frische Luft produzieren. Tarek kramt ein paar Werkzeuge hervor und denkt anstrengend nach. Wie wäre es damit? Die Blütenblätter kommen hier hin. Ja, und das dort. Kamina und du sehen zu, während Tarek vor sich hin murmelt und mit flinken Händen etwas zusammenbaut. Fertig. Ich präsentiere Tareks neueste Erfindung, den Luftfilter 9000. Wenn ich mehr Werkzeuge gehabt hätte, sähe das Ding noch schicker aus. Tarek setzt einer der Purivellis in einen kleinen Apparat ein. Was für eine verrückte Erfindung ist dir denn diesmal eingefallen, Tarek? Die letzte, an die ich mich erinnern kann, war dieser seltsame Hopter. Du hattest behauptet, dass man fliegen kann, wenn man ihn als Kopfbedeckung trägt. Aber dein Flug führte abwärts geradewegs ins Tal und dann für eine ganze Weile in ein Krankenhausbett. Weißt du noch? Du bist gemein. Da habe ich mal einen Fehler gemacht. Diesmal ist alles anders. Dieses Ding wird das volle Potenzial der Purivellis ausschöpfen, so dass sie eine große Menge an frischer Luft produzieren. Du glaubst mir nicht? Dann lass es uns mal versuchen. Diese, nimm dieses Luftfilter und stell ihn an einen Ort, an dem das Miasma besonders konzentriert ist. Es sollte sich in 0, nichts verziehen, sagt Tarek selbstsicher, als er dir den Apparat gibt. So, dann bin ich mal gespannt. Oh, schick. Das sieht voll geil aus, muss ich sagen. Entschuldigung, meine Tasse. So, und jetzt spreche ich mit Tarek. Sieht gut aus. Oha, die giftigen Dämpfe sind weg. Wer hätte gedacht, dass Tarek tatsächlich eine nützliche Erfindung gelingt? Kamina atmet die frische Luft tief ein. Hahaha, das klingt ja schon fast nach einem Kompliment. Das war doch nicht der Rede wert. Tarek wird ganz rot und fängt an, verlegen zu kichern. Hehehe. Gut, das Miasma hat sich verzogen. Lass uns die unterirdische Höhle erforschen, sagt Kamina ungeduldig. Wenn dort unten wirklich die legendären Ruinen des Wolgras-Tempels liegen, dann gibt es dort auch ganz bestimmt uralte Elben, mit denen wir sprechen können. Das sagt mir als zukünftiger beste Magier des Universums, meine Intuition. Ich bin ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Dann mal los! Kamina beschließt, nicht länger zu warten und läuft los in Richtung Grube. Oh oh. Halt, warte, warum läuft sie immer davon? Tarek sieht dich verzweifelt an. Woher soll ich das wissen? Das ist doch deine Schwester, nicht? Genki na ko desu ne. Ja, da laufen sie. Voll süß. Mia Shinden wa tabun koko no chika da yo. Oha,
Das ist aber ein großes Loch. Und tief ist es auch. Ich kann nicht einmal den Grund sehen. Kamina schaut vorsichtig in die Tiefen der Grube. Diese, nach dem Verschwinden des Miasmas spürte ich eine heilige Aura in der Höhle. Aber der Geruch von Ruinsternlakaien liegt auch noch immer in der Luft. Marisa versucht ebenfalls durch die Grube hinunter in die Höhle zu sehen. Ich spüre eine Götterträne, die von einer heiligen Aura umgeben ist. Ich glaube, dort unten liegt der Wolgras-Tempel. Aber die Aura des Rubinsterns ist auch sehr stark zu spüren. Es wäre eine Katastrophe, wenn die Göttertränen gestohlen würden. Choose your reward! Bist du bereit, hineinzugehen? Ich. Tarik bekommt weiche Knie und muss sich setzen. Du bist so ein Angsthase, Tarik. Warum wartest du nicht einfach hier, bis wir wieder herauskommen? Wenn du mitkommst, stehst du eh nur im Weg. Kamina stemmt mit frustriertem Gerichtsausdruck in die Hüften, Entschuldigung, nicht in die Luft. Ich habe Angst. Diese, bitte kümmere dich um Kamina. Ich habe aus den übrig gebliebenen Puribellis Talismane hergestellt. Nehmt sie mit, dann könnt ihr dem Miasma entgehen. Diese, wenn du soweit bist, dann lass uns reingehen. Wenn ich soweit bin? Tanomimasu! Ich will erst gar nicht, aber ich muss. Oh ja. Solo. こんな感じだったんだ. Oh nein. Ich hab's gemacht. Ja, 出発! Kimochi-waru! Shikamu kusa! Was zur Hölle? Frosch in der Luft. Ich hoffe, die spawnen hier nicht auch noch so schnell. Das wäre nicht cool. Soll das hier so sein? Ich frage es gar nicht. Ja, ich muss mal was gucken. Ja, kurz hier was. Oh! Na, ja, anziehen. Geil! Der schon wieder. Oh!
これで終わりよ。Königin von Santofolos. Oh. Was war das für ein Riesenmonster? Es war schrecklich. Zum Glück konntest du es zerstören. Ja, zum Glück. Zum Glück. Das sag ich auch nur. Zum Glück. Huch. Ich bin Saphirstern, Marisa. Ich werde nach St. Bruno zurückkehren, um das Gleichgewicht der Welt herzustellen. Wiederherzustellen. Wissen wir doch. Sagt sie mir das? Weil ich sie angeklickt habe? Okay, Ziel. Granito. Ja. Wir sollten sie angreifen. Ach so. Sollte man sie rufen? Dass sie mir ein bisschen hilft. Kann ich nicht einfach hier? Oder greifen sie mich an? あれ、歓迎されてない？ああ you
wunderschön. Saphir-Sternring. Diese, das ist ja großartig. Wir haben die erste Götterdrinne gefunden. Dieser Wächterbot ist die Inkarnation der alten Elben aus dem Tempel. Marisa betrachtet den riesigen Soldaten, den ihr soeben besiegt habt. Wie bitte? Dieses Riesenmonster war mal die uralten Elben? Überrascht sieht Kamina den Wächterbot an, den ihr soeben besiegt habt. Sie scheint ihren Augen kaum glauben zu wollen. Die uralten Elben von Volkras Tempel waren darin inkarniert, um die Göttertränen für mich zu beschützen. Diese, die erste Götterträne, liegt da wieder auf der Himmelswaage. Auch wenn nur ein kleiner Teil wiederhergestellt wurde, sollten wir diese neue Macht ausprobieren. Marisa betrachtet das Monument im Inneren des Tempels, als sie diese Worte spricht. Folgt mir! Marisa bedeutet dir, ihr zu folgen. Hä? Oh, ist mir klar. これなら失ってしまった精霊の仲間を救うことができるかも。天井に出す聖なる天秤よ、私に力を貸して。おお、ここは俺は生きてるのか。めちゃめちゃおかしい。アイナ様、そうか、あなたが助けてくださったのですね。ありがとうございます。これからも我が力をお使いください。おお、だサビアだ。ナイス。ディーゼ、マリーザ、das habe ich gesehen. Was geht hier vor sich? Kaminas Augen leuchten aufgeregt, als sie auf dich zeigt. Du hast das Gefühl, dass Kamina gerade erkannt hat, dass Marisa eine Sanctopolisianerin ist und beschließt, ihr alles zu erklären. Ich dachte, wir sind Partner. Warum hast du all das vor mir geheim gehalten? Marisa, die Königin von Sanctopolis. Marisa, die Königin von Sanctopolis, das ist so cool. Kamina sieht Marisa bewundernd an. Bevor du ihr alles erklären kannst, wirst du von Kamina unterbrochen. Sie scheint aber verstanden zu haben, dass du Marisa zurück nach Sanctopolis bringen sollst und dass ihr deswegen auch die weltweite Reliquienjagd gemacht habt. Ich verstehe, du meinst, dass Relikte aus Sanctopolis in unserer Welt gelangt sind? Und dass du Marisa dabei hilfst, sie zurückzuholen, stimmt's? Nachdem du alles erklärt hast, wird Kamina die Situation schnell klar. Wo du gerade die Ruinen erwähnst, nach denen wir suchen, ich weiß, wo ein paar davon zu finden sind. Vielleicht finden wir dort die Relikte, die du beschrieben hast. Wenn wir mit Cedrics Luftschiff in die Hauptstadt geflogen sind, sollten wir die Antworten finden, die du suchst. Kamina hat beschlossen, gar nicht erst deine Antwort abzuwarten, sondern einfach mitzukommen. Wenn ich dir helfe, die Relikte zu finden, darf ich mich dann auch mit dem Sanctopolisianer anfreunden? Es ist so toll, dass du mit ihnen sprichst. Das möchte ich auch. Nun gut, wir sollten zurück nach oben und Tarek finden. Dann teleportieren wir uns zurück zur Luftschiffwerkstatt und dann rein ins Luftschiff und auf in Richtung Hauptstadt. Ihre Begeisterung steht Kamina deutlich ins Gesicht geschrieben. Jep, deutlich ins Gesicht geschrieben. Voll cool. Oh. Geiles Intro. Oh, geiles Bild. Richtig geiles Bild gewesen. Richtig geil. Hammergeil, hammergeil.
Fällt mir immer besser, die Geschichte. So, wie es weitergeht zur Stadt fahren mit dem Luftschiff, seht ihr erst in der nächsten Folge. Tschüss!